Die Travel Risk Map zeigt jedes Jahr die gefährlichsten Länder der Welt. Dort herrschen Konflikte, Regierungen haben meist keine Kontrolle und es existiert mitunter kein funktionierendes Rechtssystem. Diese Staaten zählen aktuell zu den gefährlichsten Ländern der Erde. In Europa ist es die Donbass-Region im Osten der Ukraine. Aktuell spitzt sich dort der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu. Russlands Präsident Wladimir Putin hat zahlreiche Truppen an der Grenze stationiert. Er sieht eine Bedrohung der NATO durch deren Osterweiterung. Aktuell verhandelt Moskau mit mehreren NATO-Staaten über eine Lösung. Im Nahen Osten gelten Afghanistan, Syrien, der Irak, Jemen und der Gazastreifen als die gefährlichsten Länder. Diese Staaten werden immer wieder von militärischen Konflikten heimgesucht, meist auch mit vielen zivilen Opfern. Afrika stellt die meisten Länder, die zu den gefährlichsten der Welt gehören. Dazu zählen Libyen, Mali, ein Teil des Nordostens von Nigeria, Zentralafrika, der Südsudan, Somalia, der Osten des Kongos und ein kleiner nordöstlicher Teil von Mosambik. Erstellt wird die Travel Risk Map von Mitarbeitern des Gesundheits- und Sicherheitsdienstleisters International SOS. Das Unternehmen nimmt pro Jahr ca. 4 Millionen Hilferufe entgegen und ermittelt aufgrund dieser Daten die gefährlichsten Länder der Welt. Faktoren der Beurteilung sind zum einen politische Gewalt. Dazu zählen Terrorismus, Aufstände, politisch motivierte Unruhen und Kriege. Zum anderen soziale Unruhen, einschließlich ethnischer Gewalt und Gewalt von Sekten aus, sowie Kleinkriminalität.